In der letzten Episode. Wirbelwind. Ja, mach mal. Ach so, der trifft auch die eigene. Das ist natürlich super. Verdammt. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Banner Saga. Wir sind, keine Ahnung wo, in Strand. Entschuldigung, natürlich, wir sind Strand. Ich konnte es nur vergessen. Strand. Ja, ich weiß, auf Deutsch heißt Strand, auf Norwegisch, wie man das ausspricht, heißt Strand. Einfach nur, David. Weggelassen. Okay, ansehen. Wir haben jetzt schon 16 Ansehen. Naja, wir haben auch Optionen. Wir haben eine hervorragende Moral. Uiuiui. Ah, die geht also auch schlecht. Es kann ja nur noch abwärts gehen. Wir haben 100 Tage Versorgung. Das ist ja recht viel. 0 Tage. Wir haben keinen Clanmitglied, keinen Kämpfer, aber 32 Wale. Ist das die Anzahl oder was ist das? Keine Ahnung. Wir sollen auf ein Redensymbol klicken, um mit einem meiner Helden zu sprechen. Oder eurer Helden. entweder ihm hier. Ich glaube, er ist derjenige, der jetzt Kind gerne den Spinnen die Beine ausgerissen hat. Der Penner. Sowas macht man nicht. Oder Hakon. Red besser mit dem. Bringen wir es erstmal hinter uns. Bin ich hier richtig? Du findest den Prinzen im Gasthaus. Wachen umstellen das Gebäude. Darunter auch ein Wal mit scharfem Blick, der offenbar für Ludin arbeitet. Eine Frau in Rot winkt dich schließlich herüber und bleibt mit verschränkten Armen in der Nähe stehen. Mein Gruß, Prinz Ludin. Ja, du gehörst zu Vuknir. Ich erinnere mich nicht an dich. Eigentlich nicht. Ich kenne Vuknir schon lange. Ich begleite euch mit meinen Wachen zurück nach Grofheim. Ludin blickt zum ersten Mal auf. Die Frau reagiert nicht. Warum? Ich arbeite für den König. Ich bringe den Zehnt in die Hauptstadt. Wir haben uns zufällig getroffen. Oh, ein Steuereintreiber. Gute Gesellschaft. Was willst du? Was? Ich bin Freizeithistoriker. Ich dachte, wir können über deinen Besuch reden. Ich wollte mehr über dich erfahren. Ich wollte mich nur vorstellen. Ja, wir sind Freizeithistoriker. Warum nicht? Wir haben mehr Zeit. Ein Wahlhistoriker. Aha, weißt du es noch nicht? Dein König und meine haben es doch fleißig in den Städten herumtrompetet. Ich fürchte, ich war eine Weile unterwegs. Ludin seufzt Steve. Ob er müde ist oder unleidlich, weißt du nicht. Vielleicht beides. Wohl eher eine Formalität. Vuknir ist in unsere Hauptstadt aber rangekommen. Und jetzt gehen wir in die Wahlhauptstadt Grofheim, um diese großartige Allianz für das nächste Zeitalter der Menschen und Wahl zu besiegeln. Du klingst nicht überzeugt. Das muss ich auch nicht. Und es ist verdammt kalt hier oben. Du hast den Eindruck, dass er sich bemüht, sich nicht offen zu beschweren. Du nutzt die Gelegenheit, dich zu empfehlen. Naja, gut. Ach, geh mal zu Hakon. Ich glaube, das wird angenehmer. Schreiber. Du findest Hakon umgeben von anderen Wahlen in der Metschenke. Es gibt immer Wahl ins dran, aber selten so viele. Hakon winkt dich herüber. Na, gleich an die Getränke. Vuknir ist derjenige, der sich was zu trinken entgehen lassen wollte. Ich war sowieso nicht in die Halle des Statthalters eingeladen. Das Massaker hast du schon versäumt. Ich gehe jedes Jahr herum und ziehe Steuern ein. Jedes Jahr sind es die Menschensiedlungen, die Schwierigkeiten machen. Kein Wunder. Was war es denn diesmal? Als ich herkam, stapelten sich in der großen Halle schon die Leichen. Wir haben noch ein paar hinzugefügt. Ha, Menschen, vermutlich wäre ich auch verzweifelt bemüht, was aus mir zu machen, wenn mein Leben so kurz wäre wie ein Joxfurz. Ein Joxfurz? Ist ja cool. Es ist nie zu spät für den ersten Schritt, Hakon. Hakon kichert verhalten. Jeder Wahl kennt seine Taten auswendig. Er ist berühmt für die Schneisen, die er im Zweiten Krieg an Vuknirs Seite und seitdem immer wieder in die Reihen der Wüter geschlagen hat. Hier unten bin ich ein verehrter Leibwächter. Vielleicht hast du recht. Ein weiterer Grund, nach Grofheim zurückzukehren. Bald genug, kann ich mir denken. Du trinkst, bis die Metschenke erdrückend wird und gehst dann wieder in die frische Luft. Aber wir sind aber nicht besoffen. Okay, wir können nur in die große Halle. Wir können rein und raus zu. Ah ja, sehr schön. Ah, cool. Wie weit kommen wir? Ah ja, okay. Gibt nur dieses. Oh, krasses Cliff. Ja, ja, wir gehen in die große Halle. Was? Minus eins Vorräte? Oh, ein Tag ist rum. Morgens wirst du von einer Güterlieferung geweckt. Jedenfalls gehst du davon aus, dass es morgens ist. Schwer zu sagen, wenn sich die Sonne nicht bewegt. Das Wappen des Statthalters ziert die gelieferten Leder. Es ist alles da wie versprochen. Zu deiner milden Überraschung. Du fragst dich, ob Erik da die Finger im Spiel hatte.
21 ansehen. Deine Wachen bringen den Schatzwagen runter zu den Toren. Vognir ist bereits dort. Kurz darauf erscheinen Ludin und seine Männer, erschöpft und derangiert. Morgoth tritt vor. Vognirs Quartiermeister, wenn du dich recht entsinnst, also zuständig für diesen schwerfälligen Kriegertrupp. Du kennst ihn nur vom Sehen. Er fragt, ob du startbar klar bist. Ich würde dich nehmen. Ich glaube, wir nehmen die Option 1. Wir sind bereit. Du folgst Morgoth und stößt zu den anderen. Üblicherweise reichen die kleineren Türen aus, die in die großen Tore eingelassen sind, doch die Stadtwachen wurden beauftragt, die Tore komplett zu öffnen. Sie murmeln dabei Dinge, die besser ungehört bleiben. Vielleicht hat der Statthalter erwartet, dass ihr viel Publikum anzieht, aber du siehst nur müde, frustrierte Leute. Der Anblick ist bezeichnend fürs Dran insgesamt, findest du. Ja, das ist Dran. Oh. Was? Die Karawane macht für den Tag Halt. Ein Geschenk, sagt Boker und öffnet ein paar Metfässer. Von unserem dankbaren Freund, dem Statthalter von Stran. Es vergehen einige Stunden voll rauen Gelächters, während der Met im Lager die Runde macht. Ein bisschen trinken, viel trinken, auf Vognir. Auf Vognir. Du hebst dein Gefäß und bringst einen Trinkspruch auf das Bündnis von Wahl und Menschen aus. Die anderen fallen ein, Ludins Gesicht wirkt wie eine Steinmauer über die anderen lachen ab. Aber die anderen lachen über deine Übertreibungen. Schließlich setzt du dich zu Vognir. Ja, wir plaudern, warum nicht? Danke für deine Ansprache, lallt Vognir. Danke für deine Ansprache. Du musst also doch nicht zurückstehen. Moker sei Dank, ich dachte, der verdammte Statthalter hält nie mehr den Mund. Hat er seine gesamte Familiengeschichte zum Besten gegeben? Er hat es versucht, dann sollte ich seinen Saustall aufräumen, deinetwegen, wie sich zeigte. Ich hätte dir die Aufgabe auch übertragen. Götter, die Politik ist freudlos. Wo wir davon sprechen, was passiert denn nach dieser Angelegenheit mit Ludin? Hoffentlich kehrt der Junge nach Aberrang zurück, alleine, und ich kann etwas Frust an den Wütern oder so austoben. Du klingst schon wie Hakon, du magst das Diplomatenleben wohl nicht. Haha, fehlt das Kämpfen nicht, Ubin. Du trinkst deinen Meter, statt zu antworten. Vognir lässt sich hängen und schüttelt den Kopf. Wüter töten macht keinen großen Spaß, aber dies... Ich vermute, dass dieser Unfug irgendeine Intrige der beiden Könige ist, um eine Art Erblinie zu schmieden. Früher sind einem die Krieger der Taten wegen gefolgt. Folgen sie dir nicht wegen deiner Taten? Tun sie es deswegen oder weil ich die Nächte in der Linie bin? Diese Linien werden trübe, alter Wahl. Der Nächste in der Linie natürlich. Sie waren schon immer trübe, Vognir. Vognir starrt gedankenlos ins Feuer. Gedankenverloren ins Feuer. Du überlässt ihn seinen Überlegungen. Du erhebst dich schweren Schädels. Das Lager ist von der Verlustigung gezeichnet. Moger tritt bereits kriegerwach und du siehst Ludin auf dich zustapfen. Dabei umkurvt er Schlafende. Wach besser auf, du knuffst Vognir. Dein Typ ist gefragt. Ah, Ludin, stets ein Vergnügen. Du siehst gut erholt aus. Vognir gähnt verhalten und erntet dafür einen strengen Blick. Wie lange bis Grofheim? Ha! Wir sind erst zwei Tagesreisen von uns dran. Fort, weißt du? Komm, ich zeige es dir auf einer Karte. Das ist eine Karte der Welt. Du kannst durchziehen mit der Maus die Karte bewegen und mit dem Mausrad zoomen. Na cool. Aha. Svartburg. Stromlyn. Aberrang. Ah, da will er hin. Alles klar. Ist ja nicht so wahnsinnig weit weg. Was haben wir denn noch? Setterlön, Skugra. Skugra, nicht der Wald. Was haben wir da? Nordfellings Wastes, okay. Bin noch ein bisschen eingeenglischt. Force River. Keine schöne Karte. Southbridge. Steakhill, Blue River. Dalalon. Aha. Mirafellows. Ja, sehr schöne Karte, muss ich wirklich sagen.
Eine handgezeichnete Karte. Gut, okay. Die Position deiner Karawane wird hier durch Ubin-Symbol angezeigt. Die Weltkarte enthält viele Orte und bietet viele Informationen. Du kannst die Karte jederzeit erkunden und durch das Anklicken von Orten mehr Informationen erhalten. Ah, das ist ja geil. Alter, das ist ja saugeil. Bratabreckberge. Als die ersten Wahlkrieger nordwärts zogen, um neue Länder zu entdecken, galten die Bratabreckberge als das Ende der Welt. Ihre Gipfel sind häufig wolkenverhangen und im Gegensatz zu anderen Gebirgszügen hat man hier niemals einen Pass gefunden. Erst Wahlkönig Einar ließ den Burra-Pass bauen. Eine Brücke, deren Überquerung 3 Tage dauert. Echt? Wo ist die? Sieht man die irgendwie? Der Burra-Pass, da ist er. Alter, ist das viel... Boah, das ist viel Background. Krass. Nicht schlecht, Herr Spiel. Ich werde das natürlich jetzt nicht alles vorlesen, um Gottes Willen. Boah, da wirst du ja nie fertig. Aber richtig cool. So, und der wollte nach Grofheim wollten wir. Okay, wo ist denn Grofheim? Okay, leider kann man das nicht suchen, aber das ist ja mal saugeil gemacht. Eisentorf-Schwämme. Wahrscheinlich eher nicht oben, sondern wahrscheinlich eher unten, ja. Kann mich schon vorstellen, naja. Grundar. Fiskivik. Oder Fischivik. Okay, gut. Wir nutzen die Tab-Taste, um Hinweise an- und auszuschalten. Alter Schwede. Ja gut, ist dann etwas einfacher, auf jeden Fall. Ich sehe aber grob heimlich. Na gut, das zu finden, das dauert wahrscheinlich ein halbes Jahr. Ja gut, wir werden es ja dann sehen, denke ich mal. Distel. Ah ja, die Distel ist hier. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich guck nochmal ganz kurz weiter oben. Aber sieht nicht so aus wie Gehängter. Kuriose Formation eines Gipfels, der auf 2 Seiten von natürlichen Pässen überspannt wird. Der schneebedeckte Gipfel zwischen ihnen steht einsam und allein. Okay, alles klar, dann haben wir das. Wenn du dich genug auf der Karte umgesehen hast, klicke auf diese Schaltfläche, um weiterzureisen oder dein Lager aufzuschlagen. Ja, Hammer. Wir ziehen nach Norden und dann nach Osten, jenseits des Forts. Grofheim liegt weit von Strand entfernt. Das wird ein langer Marsch. Echt? Wo komme ich auf die Karte? Ja, ich muss nachher nochmal gucken. Du hättest gestern Abend trinken sollen, Ludin. Warum fahren wir nicht mit den Schiffen nach Skrymirstad? Wieso laufen wir? Die Silbersteinbucht wird nicht ohne Grund so genannt. Sie ist ganzjährig von Eis bedeckt. Das würde unsere Langschiffe zermalmen. Wie schade. Wir hätten dir alle Wunder von Skrymirstad zeigen können. Eine halb versunkene Stadt voller Wüter, Prinz. Wüter und Gletscher. Magst du Gletscher? Ludmin atmet durch die Nase aus, um seine Verachtung notdürftig zu verbergen. Er dreht sich um, schlägt die Zeltklappen zur Seite und bellt seiner entfernten Kompanie etwas zu. Nicht im Ameisenhaufen stochern, Woknir. Er scheint nicht glücklich als du darüber, dass er hier ist. Verbring noch ein paar Tage mit dem jungen alter Freund. Dann suchst du auch nach einer hohen Klippe, von der du springen kannst. Ludins Docht ist kürzer als Hakons. Danke, Woknir. Brechen wir auf. Noch einen halben Tag bis Wedrefell, wenn wir Glück haben. Lager. Im Lager verwaltest du deine Karawane. Du kannst auf Reisen jederzeit das Lager betreten, indem du in der Reiseanzeige auf die Schaltfläche Lager klickst. Im Lager und in Städten kannst du im Heldenzelt deine Verbündeten verbessern und Gegenstände anlegen. Du kannst Zeit vergehen lassen, indem du das Rastzelt verwendest. Durch Rasten erhöht sich die Moral der Karawane. Hohe Moral reduziert die Verluste und stärkt die Willenskraft im Kampf. An jedem Tag werden Vorräte verbraucht, raste daher nur, wenn es nötig ist. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Im Übungszelt kannst du Charaktere in Scheingefechten ausprobieren. Klicke unten auf der Lagerseite auf die Schaltfläche verlassen, wenn du bereit bist, weiterzuziehen. Ja, klicke auf das Heldenzelt. Ja, dann machen wir das mal. Klicke auf eine Einheit, um Werte anzusehen, den Charakter zu befördern und dich über die Fähigkeiten zu informieren. Trupp und Liste. Ah ja. Gunulf. Was ist ein Gunulf? Ah, ist der in grün. Befördern. Was? Befördern. Klicke auf die Schaltfläche Fähigkeit, um dich über die Fähigkeiten der Einheit zu informieren. Ah ja, da war das mit dem Wirbelwind. Genau. Stufe 1 trifft bis zu 2, bis zu 3. Ach so, ah, okay. Ist da, ich habe mich schon gewundert, warum der da in dem zweiten Kampf nur 2 getroffen hat. Interesting. Ja, befördern. Wie befördern? Ach, 2 von 2.
ist das die Beförderung. Die größten Krieger auf dem Kampfplatz sind die, welche ihre ersten Kämpfe überleben und sich aufmachen, um zur Legende zu werden. Was Gegenstandsstufe erhöhen, Wert und Talent erhöhen? Kann ich das auswählen oder ist das weiter? Möchtest du wirklich die Beförderung für 5 Ansehenspunkte ausführen? Rate mal. Diese Einheit verfügt über Punkte, mit denen ihre Werte verbessert werden können. Aktiviere eine der oben stehenden Plus-Schaltflächen. Ja, keine Ahnung. Was ist denn das? Ah, interessant. Dann werden wir das vielleicht nicht machen. Das ist ja schön, dass die alle... Cool. Ja, ich habe keine Ahnung. Leben vielleicht? Was heißt denn das? Kann er bis 18 Lebenspunkte bekommen oder was insgesamt? Ist auch schön, wie das dann länger wird. Ja, dann machen wir hier und hier eins. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Keine Ahnung. So. Okay, Stufe 2 Kriegsfalke. Ach nö. Ach nö. Ernsthaft? Ach so. Wen können wir noch befördern? Keinen von denen. So, und nu? Ach, das ist die Zugreihenfolge. Ah ja, alles klar. Ja, ach Gott, von mir aus. So, und nu? Jetzt waren wir in der Heldenhalle. Was ist das? Das... Ah, da verlassen wir dann das Ganze. Alles klar. Hier kann man trainieren. Best. Ach, Rest. Moral gestiegen. Ach so, das ist Rest. Das ist ein R, ist kein B. Super. Ich dachte, das wäre irgendwie so, weißt du, so Hall of Fame oder sowas. Ja, okay, gut. Einheiten bewegen sich von links nach rechts in der Reihenfolge, in der du sie platzierst. Diese Initiativreihenfolge ist sehr wichtig, wenn du Strategien ausarbeitest. Setz beispielsweise Schützinnen nach Nahkampfeinheiten ein, damit sie hinter ihnen geschützt sind. Schützinnen? Naja, zieh die Einheitensymbole in die entsprechende Zugreihenfolge. Ja, ich lasse das mal so. Ah, das sind die... Ah, okay, ich will fortsetzen. Das ist eine Option. Bereit. Übungszelt. Im Übungszelt kannst du deinen Trupp gegen ebenbürtige Clanmitglieder testen. Bei Übungskämpfen werden deine Verbündeten nicht verletzt und du erhältst kein Ansehen. Du kannst in Ruhe deine Strategien erproben. Der Übungsleiter gibt dir Hinweise, wie du effizient spielen kannst und hat zu jeder Fähigkeit etwas zu sagen. Teste hier neue Charaktere aus, die zu dir gestoßen sind. Um das Training zu beenden, drücke und wähle im Optionenmenü Übung beenden. Ah ja, irgendwas drücken und dann, naja, okay. Bereit? Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, ziehen. Da man ja eh keinen Schaden erleiden kann, ist das ja so ein bisschen. Ludin. Naja, joho. Was hat denn der Aufspießen? Aufspießen. Stößt das Ziel zurück und bewirkt bei Bewegungen Bluten. Na, krass. Das kann er nur einmal pro Kampf anwenden, richtig? Richtig. Irgendwie sowas. Okay. Komm. Ja. Trennender Schlag. Das Ziel und benachbarte Gegner erleiden erhöhten Stärke- und Rüstungsschaden. Cool. Nicht schlecht. Ja, den kennen wir ja schon. Ne, den kennen wir nicht, oder? Ne, Schmerzbringer. Zerstört die gegnerische Rüstung und bestraft Gegenschläge. Boah, das sind ja schon krasse. Ja, genau. Die muss man natürlich als erstes ausschalten, ist ja klar. Können wir kämpfen? Nö. Nicht. Na gut, dann nicht. Ja, das passt schon. Man muss natürlich immer zuerst auf die Fernkämpfe, meiner Meinung nach. Angriff. 3 Leben. Oder Stärke oder was auch immer. So. Warte mal. Ja, genau. Wir bewegen uns mal hier hin. Nee. Hier hin. So. Jetzt sind wir nämlich ein bisschen weiter von den beiden weg. Ja. Oder 2 auf die Verteidigung. Ja, komm. 4 auf die Verteidigung. Sehr schön.
Ach ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Sagen die sich auch. So. Kämpfen. Wirbelwind. Ja, das bringt nichts, weil er kann sich ja nicht so... Sie stehen halt so, dass er sich nicht dazwischen stellen kann. Also aber normalen Angriff. 4 Lebenspunkte runter. Krass. Triff sie so hart, dass ihr Freunde es noch spüren. Was? Das wird Tipps. Alter Schwede. Boah, krass. Tschüss. Da wurde schon wieder getroffen. Ach so, sehr gut. Warte mal, du machst mal rasten. Genau. Oh, der kommt da ran. Okay. Dann kommt der natürlich auch nachher ran. Dann gehen wir aber erstmal hier hin. So. Sind wir ein Stückchen weiter weg. Angriff. 3. Genau, das reicht. Schildmeister. Gut. Dann normaler Angriff. 4. Tschüss. Hey, Ludin. Was? Du kannst ja nix. Was ist denn los mit dir? Jo, mach mal 3 Schaden. So, achso, wir haben... Nee, was war trennender Schlag? Das Ziel und benachbarte Gegner erleiden erhöhte Stärke. Ja, dann machen wir das mal. Finde ich gut. Ja, mach mal. Ist egal, oder? Das hat ja gut geklappt. Jo, ihr steht gut. Finde ich super. 6 und reicht ja so. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden, wie das ist. Ne, toll, der kommt jetzt nicht mehr hin. Super. Hervorragend. Wartet auf mich. Was? Wirbelwind? Nee, Zug beenden. Warte mal, wir gehen da mal hier, dann kommt er vielleicht auch dahin. So, und dann ist das nämlich ein bisschen besser. 2, 4, tschüss. Ja, Plündermodus, Junge. Weißt du Bescheid. Tschüss. Ja, du hast fast keine Verteidigung mehr. Nur so mal als Hinweis. Ja, normaler Angriff reicht da. 10. Ja, sehr schön. Und der Ludin ist auch platt. Ja, okay, so funktioniert Training. Interessant. Also es ist wirklich nur so zum Testen. Mehr kann man da eigentlich nicht machen. Und ja, die Helden haben wir jetzt aus. Wir wollen jetzt nicht noch weiter ruhen. Wir haben eine hervorragende Moral. Wir haben auch nur noch 65 für... Was? Wir haben nur 65 Versorgung. Ja, dann aber nichts wie los hier. Verdurfell. Even the name means bad weather, where frozen wind sweeps in from the bay. They tend livestock, but most are just men driven from strand with nowhere else to go. Why else would anyone stay? We won't stop long. Bei Haderborg, das sind aber viele Wahl für ein paar fehlende Rinder. Was? Ich habe es dran vor ein paar Tagen wegen der Rinder benachrichtigt. Mit einer Armee habe ich nicht gerechnet. Er sieht zufrieden mit sich aus, bis ihm klar wird, dass ihr nicht seinetwegen hier seid. Wo sind eure Rinder denn hin? Weiß ich nicht. Meine Jungs haben Männer gesehen, die sie oben in den Hügeln wegschleppten. Gibt nicht viele Männer, die ohne weiteres ganze Rinder tragen können. Sind hier draußen vielleicht Skullfinger? Lassen sie womöglich Ware für sich arbeiten? Nach den Aussagen des Stadthalters ist das unwahrscheinlich. Ich sehe mich mal um und sorge dafür, dass das Lager aufgebaut wird. Der Bauer spuckt aus. Sein Blick zuckt nervös hin und her, während die Karawane ihre Zelte aufbaut. Wir sind nur einen Tag lang hier. Ihr bekommt Silber für euer Essen. Für hunderte Wal? Ist das dein Ernst? Du sagst, was du zu verkaufen bereit bist. Ihr wollt hier bleiben? Der Platz langt nicht mehr für eine Handvoll Jäger, erst recht nicht für hunderte von... Sei still, hört ihr? Wo ist Ludin? Ja, der ist tot. Die Geräusche sind leise, es klingt nach Kampf und noch etwas. Hakon rennt los.
Oh, was ist das denn? Ein Klick auf ein Feld erzeugt automatisch einen Pfad, doch du kannst auch Zwischenstopp setzen. Klick einmal, um mit einem Zwischenstopp mal einen Zwischenstopp zu setzen. Wähle jetzt den nächsten Zwischenstopp aus. Dies ist oft nützlich, wenn du bestimmte Felder ausweichen musst. Ah, okay. Bestätige jetzt deinen Zug. Speerträger können diagonal und bis zu zwei Felder weit angreifen. Drücke die Tab-Taste oder das Banner oben rechts, um deine Werte mit den gegnerischen zu vergleichen. Tab, okay. Alter, was haben die denn für Werte? 15 und 16? Klicke jetzt auf den Gegner, um ihn anzuvisieren. Na juhu, die Rüstung blockiert Angriffe auf die Stärke. Für jeden Punkt, um den die gegnerische Rüstung deine Stärke übersteigt, besteht eine Chance von 10%, dass der Angriff abgelenkt wird. Moment, für jeden Punkt, um den die gegnerische Rüstung deine Stärke, also hier von 15 auf 10 sozusagen. Okay, beachte, dass die Trefferchance über der Angriffsschaltfläche angezeigt wird, greife diesen Gegner an. Ich will aber nicht, ich werde jetzt auf den Schild gehen, das wäre dämlich. Ich mache erstmal nur normal. Super. Abgelenkte Angriffe bewirken keinen Schaden. Ab jetzt wirst du schrecklich versagen, wenn du die Rüstung nicht zerstörst. Es ist gleichermaßen wichtig, die Stärke und die Rüstung anzugreifen. Toll. Uiuiui, es hat ja gut geklappt. War das wieder ein Ludin? Was sind denn das für ein Typen? Ach, das sind die Wüterer. Ja, krass. Ja, okay, gut. Was können wir denn angreifen bei ihm hier? Naja, juhu. Komm, gib alles 4 runter. Sehr schön. Moment, das sind... Moment. Steht das nicht da? Hä? Wüterlanzer und Wüterrohling. Ah ja, okay, alles klar. Je. Naja, gut. Wie sieht's denn aus? 5... Ja, er kriegt ja sonst hier nur einen runter. Also von daher, machen wir mal 5. Das ist ja auch voller Schaden. Sehr schön. Aua, das tut doch weh, Mann. Hör doch mal auf. Okay. Ja. Wir müssen halt komplett nach vorne. Das ist zwar blöd. Moment, er hat doch diese Schmerzbringer. Zerstört gegnerische Rüstung. Ja, das ist doch gut. Ja. Okay. 3 und 5 oder 2 und 4. Ja. Kloppen wir den langsam mal runter. Der ist nicht schlecht hier. Das ist der Harkon, gell? Ja. Ernsthaft, nur 2? Nö, dann gehen wir hier. 1! Ist ja noch besser. Uiuiui. Bist ja ein richtiger toller Kämpfer, alter Schwede. Warte mal, was hast du? Bist du nicht der Wirbelwind? Ja, du bist doch der Wirbelwind. Ist doch schön. Ja. Sehr schön. Okay. Schmerzbringer. Ja. So, komm mal langsam runter mit dem Tipp. Ah ja, kommt allerdings auch langsam runter. Wie viel Schaden kannst du jetzt bei ihm machen? 8 nur. 9 wäre mir lieber. 7 nur. Verdammt, wie nehmen wir denn? Dann machen wir ihn. Komm. Naja gut, das war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Dann würde da 2 Schaden machen. Okay. Dann sind wir zumindest den schon mal los. Wenn ein Gegner in der Schlacht fällt, wird deinem Horn ein Willensstern hinzugefügt. Wenn du das Horn verwendest, erhält der aktiv Verbündete einen Willenspunkt. Ah, das ist cool. So, dann würde ich sagen, 3 Schild herunter. So, und dann würde ich sagen, 8 Schaden. Ja, er verliert halt immer einen Punkt. Dann würde ich jetzt aber mal... Warte mal, du hast... Was? Ach so, Entschuldigung, das war natürlich dumm. Okay, so, du gehst jetzt mal hier rüber. Weil ich glaube, der braucht mal ein bisschen Hilfe hier. Ja, 2 Schild. Runter. Okay.
Ja, ich komme ja sonst nicht hin. Das ist ja das Problem. Warte mal, wir machen das mal anders. Wo kannst du dich denn hinbewegen? Nur bis dahin. Das ist ja nicht viel. Angriff? Ja, super. Uiuiui. Junge. So, du kannst ihn... Ja, genau. Ist perfekt. So. Jetzt ist aber mal gut hier. Weißt du Bescheid? Tschüss. Er kommt halt noch nicht hin. Ja. 80% nur. Er hat halt auch nur noch 3 Punkte. Naja, was soll's. Super. Ja, er greift wenigstens ihn an. Wenigstens er so dämlich. Wenigstens etwas. Tschüss. Ja, ich hätte das Horn jetzt verwenden können, aber ich sah es jetzt nicht als notwendig an. Dein Ansehen nimmt zu. Beförderung, Gunulf. Hervorragend. Er ist auch notwendig, ganz ehrlich. 5 Ansehen. Willst du unbedingt sterben, Ludin? Was machst du denn? Ich habe versucht, ich wollte einen Schuss zwischen die Platten landen. Hast du noch nie einen Wüter gesehen, Junge? Welcher Idiot würde? Zerstöre zuerst ihre Rüstung. Wo sind die hergekommen? Wie haben sie sich kommen sehen? Sie waren plötzlich da. Hakon geht zu Wognir, der mit dem Gesicht nach unten liegt. Der zukünftige Wahlkönig rührt sich nicht mehr. Eine Blutlache breitet sich aus. Wognir ist tot. Was? Mit scharfem Schwert geschnitten. Kapitel 2. Woher ist dieses Ding gekommen? Psst, bleib nicht bei mir. Ich glaube, es hat uns gesehen. Uh-oh. Ja, ich glaube, du hast recht. Die Aufstellung erfolgt vor der Schlacht. Klicke auf deine Charaktere, Rook und Alette, um sie innerhalb der blauen Vierecke zu bewegen. Klicke auf Bereit, wenn du mit ihrem Positionskampfbeginn einverstanden bist. Ja, wir lassen es mal so. Klicke auf das Porträt einer Einheit, wenn du Informationen zu ihren Fähigkeiten ansehen möchtest. Beutemarkierung bewirkte Rüstungsschaden. Alle Verbündeten in Reichweite greifen automatisch das markierte Ziel an. Ah, cool. Einfädelung. Alle Einheiten zwischen Schützen und Ziel werden getroffen. Es wird zusätzlicher Rüstungsschaden bewirkt. Sehr cool. Ja, okay, gut. Ja, bewegen. Wie weit kann der denn laufen? Der kann so weit laufen. Okay, dann würde ich sagen, bewegen wir uns nur bis hierhin. Ja. Okay, Zug beenden. Sehr schön. Achso, du sollst angreifen, natürlich. Einfällt, ja gut, da wir ja nur ein Ziel haben, bringt das der Typ. Nein, du sollst nicht bewegen, kämpfen. Die orangefarbenen Vierling zeigen die Reichweite des Angriffs der Einheit an. Schützen wie Rook und Alette haben eine viel größere Reichweite als Nahkampfeinheit. Ja, toll, das ist immer noch am Arsch der Welt. Na, vergiss es. Warte. Nein! Wie weit war das? Also im Prinzip 4 Felder hat sie, okay. Wie weit kann sie sich denn bewegen? Reicht das? Wahrscheinlich nicht. Das reicht. Na, dann mach mal. Ja, wir müssen die Rüstung runterkriechen als erstes. Sehr schön. Wunderbar. Okay. Nochmal 2 auf die Rüstung. Okay. 4. Warum grün? Ja, dann. 5. Tschüss. Er muss halt ein bisschen den Kopf hinhalten, aber das passt. Jäger, I+1 ansehen. Sieg. Jäger, besiege einen Feind mit einem Jäger. +3 ansehen. War das ein Wüter? Alette sieht ruhig aus, aber du weißt, dass ihr das Herz bis zum Hals schlägt.
Genau, lass sehen. Bist du verletzt? Lass mich alles untersuchen an dir. Nein, ich bin in Ordnung. Als der Wüter angegriffen und der Jox gescheut hat, sind die meisten Vorräte vom Wagen gefallen. Du siehst weitere dunkle Gestalten zwischen den Bäumen, als du in diese Richtung blickst. Das ganze Essen, mehr werden wir vor dem Winter nicht bekommen. Was sollen wir machen? Nicht weglaufen, lass mich nachdenken. Vergiss die Vorräte, gehen wir zurück nach Skooker. Wenn wir uns beeilen, können wir sie einsam bevor die Wüter auftauchen. Meinst du, dass du noch mit noch mehr fertig wirst? Zwei vielleicht schon, aber drei ist zu viel, glaube ich. Boah, das wird so heftig. Ich kann sie schon zwischen die Bäume erkennen. Bist du sicher? Nein, wir müssen es versuchen. Beeil dich. Alette beruhigt den Jox, während du in Windeseile die Vorräte auf den Wagen wirfst. Es tauchen weitere Wüter auf, aber du kriegst den Wagen wieder flott, ehe sie heran sind. Langsam verschwinden die riesigen Gestalten in der Ferne. Plus 15 Vorräte. Vorräte bestehen in Essen und anderen Dingen, die die Karawane unterwegs braucht. Wenn die Vorräte verbraucht sind, beginnen die Leute zu hungern. Je mehr Personen sich in der Karawane befinden, desto schneller werden die Vorräte verbraucht. In der Reiseanzeige oben auf dem Bildschirm siehst du den meisten Städten. Siehst du, für wie viele Tage die Vorräte noch reichen? In den meisten Städten gibt es Vorräte zu kaufen, außerdem einige Gegenstände. Moral gefallen. Durchschnittlich. I never expected to see the dredge with my own eyes. What happened in the north? Already we see more between the trees as we approach our home, and Alette grips my hand tight. We must find Ivar. Iva. Der riesige Wal überragt die Männer auf dem Übungsgelände. Er blinzelt, als du dich näherst. Schon wieder da, Jagdmeister. Ich hatte dich morgen erwartet. Wüter, überall. Wüter, wie sind die durch Grauhorn gekommen? Sie müssen durch das Fort gebrochen sein. Durchs Vor oder Fort, keine Ahnung. Durch den Fort. Die Kämpfer der Nähe haben ihre Übung unterbrochen. Sie sammeln sich um euch. Verdammt, sie werden bald hier sein, jeden Moment. Ihr hört Schreie, Leute aus der Umgebung rennen auf die große Halle zu. Ivar wendet sich an einen der Älteren aus seiner Kämpfergruppe. Egil bringt Alette in die große Halle und sagt dem Oberhaupt, was passiert ist. Die anderen sammeln so viele Leute, wie sie können. Komm, Alette. Nein, halt, ich will helfen. Lass sie kämpfen, Ivar. Warum lassen wir nicht auch ein paar Ziegen mitkämpfen? Das bedeutet tote Kinder. Ich lasse nicht zu, dass hier etwas geschieht. Sie müssen früher oder später doch damit fertig werden, Iva. Was jetzt? Mist. Egil, behalte den Schild oben. Wir halten sie einfach zurück, bis alle dran sind. Dann überlegen wir neu. Weitere Schreie aus Häusern auf einem nahen Hügel ziehen die deine Aufmerksamkeit auf sich. Ja, und damit würde ich dann auch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Wüter rücken bereits heran und ich denke, wir werden bald was zu tun haben. Ja, so sieht's aus. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen coolen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.